Schiri hat ihr drittes Gruppenspiel angepfiffen. Los geht's also. Gut gehalten. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Sie treten hier heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Schauen wir kurz auf die Anfangsformation von Newcastle United. Wir sehen bei ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Der Abschluss hier eher überflüssig. Ja, viel zu weit weg und der Ball geht. Jetzt ist der Ball weg. Lasogga. Und Tor, den macht er. Aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Und hier sieht man nochmal genau, wie der Ball noch vom Pfosten abgelenkt wird. Der passt aber auch wirklich ganz genau. Ein paar Zentimeter weiter und er springt wohl wieder raus. Lediglich 7 Minuten haben sie für den ersten Treffer gebraucht. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Da kann er ihn stoppen. Super Flanke. Er holt sich die Flanke. Gut gemacht. Halilovic. Callback. Das könnte eine Gelegenheit werden. Super gemacht. Jetzt hat er den Ball. Sakai. Aaron Hunt. Gut verteidigt hier. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Das könnte die Chance werden. Der Ball kommt gut. Die Flanke holt sich der Verteidiger. Dabei kann... Macht er ihn! Gut gemacht, den Ball hat der Torwart sicher. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Keiner war mehr dran, Abstoß. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Mitrovic. Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Souverän, er hat den Ball. Schussversuch. Den Ball hält er fest, gute Aktion. Er passt ihn auf den Flügel. Über die Grätsche springt er einfach rüber. Mitrovic. Jetzt müssen sie aufpassen. Keine gute Aktion. Schlecht, gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Da kann er ihn stoppen. Sakai. Jetzt wird's gefährlich. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Diame. Das muss es sein. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da.
Der Ball über die Linie gibt Ecke. Mit der Faust kann er hier retten. Schießt er ihn rein. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schöne Flanke. Diame. TOC. Mitrovic. Daraus wird nichts. Die Flanke findet keinen Mitspieler. Den Ball holt er sich. Und da verlieren sie den Ball. Nikolai Müller. Gibt jetzt die Gelegenheit. Die Flagge kommt gut rein. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Es gibt Gelb und einen gefährlichen Freistoß. Oh ja, da könnte was draus werden. Ist eine gute Position. Er schraubt sich hoch. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Lazar. Das könnte eine Gelegenheit werden. Tolle Flanke. Alle Spieler sind zurück aus der Kabine, kann weitergehen. Und dann haben wir die Gruppenphase bald auch schon geschafft. Da ist er da, guter Zweikampf, er hat den Ball. Atsu. Nikolai Müller. Wird's jetzt gefährlich? Gefährliche Flanke. Schuss! Der muss passen! Das ist der Treffer. Sie setzen noch einen drauf. Sie sind klar überlegen. Und das sieht man jetzt auch am Spielstand. Diesen Treffer schauen wir uns gerne noch mal in der Wiederholung an. Oh, da haben die Verteidiger ihn aber im Stich gelassen. Und so kannst du den Gegentreffer irgendwann dann nicht mehr verhindern. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte ihnen Ruhe geben. Den Ball spielt er raus. Da geht er dazwischen. Chatlin. Das könnte die Chance werden. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Den muss er besser verteilen. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Kostic. Ein guter Kopfball. Sehr stark vom Torwart. Den Kopfball hat er. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Callback. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Mats Hummels ist zu Bayern München gewechselt und verlässt Borussia Dortmund. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt wird's gefährlich. Da trennt er ihn vom Ball.
Adler. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Das hat er gut gesehen. Handspiel. Geht in Ordnung, eindeutig mit der Hand dran. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Schussversuch. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Er spielt den Steilpass. Jetzt die Flanke. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Jetzt haben sie den Ball. Er nimmt ihm den Ball ab. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Henley. Ayose Perez. Das könnte gefährlich werden. Gute Freistoßposition, das ist eine gute Chance. Es gibt Gelb. Und einen gefährlichen Freistoß. Oh ja, da könnte was draus werden. Ist eine gute Position. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Jetzt eingeblendet die nächste Bundesliga-Partie der Gastgeber. Das könnte eine Gelegenheit werden. Super Flanke. Gale. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Schuss! Den Schuss verzieht er, keine Gefahr für das Tor. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Das könnte die Chance werden. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Sehr gut reingespielt. Eigentlich kann er das besser. Hier kommt der Ball nicht zum Mitspieler durch. Ayose Perez mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor und klasse durchgesetzt. Schaffen sie den Anschlusstreffer? Es gibt Abstoß.